Ja, hallo, Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zur Bergfeuerwehr Simulator 2014. Ja. Beim letzten Mal habe ich was versaut. Und zwar meinen Aufstieg verschenkt. Und den müssen wir jetzt natürlich nachholen. Aber ich denke mal, das werden wir schon schaffen. Zumindest durften wir beim letzten Mal schon die Axt verwenden. So nebenbei, und das laden wir ein bisschen schneller. Das dauert immer so lange. Na. Tja. Guten Morgen zusammen. Gut. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Ja, wissen wir ja. Zunächst zu unserem Feuerwehr. Wissen wir auch. Vom äußeren Erscheinungsbild. So, das war's auch schon. Gut, das kennen wir alles. Die Arbeit und passt auf euch auf. Jo. Dann mal ab hier. So, dann gehen wir erstmal runter. Schauen gleich mal an unser Fahrzeug. Da ist in Ordnung, ist nicht, dass wir da wieder rausfahren ohne Blaulicht. Moin! Hey! Darf ich vorbei? Danke! Ah, der Charlie immer. Charlie stellt sich immer gerne den Weg. So. Moin, hallo, hallo, wieder durch. So. Müssen wir mal schauen, ob alles funzt. Oh, tanken. Ja, genau, das Problem mit dem Tanken, das müssen wir nachher auch gleich noch erledigen. Aber jetzt brauchen wir erstmal schauen, dass alles geht. Okay. Und Licht. Geht auch. So, dann fahren wir jetzt aber erstmal einen Feuerlöscher auffüllen. Den müssen wir nicht auch auffüllen. So. Gut. Feuerlöscher. Ja, der ist halb leer. Jetzt wissen wir ja, wo wir den auffüllen. F, F. Gut. Mal schauen, was heute so auf uns zukommt. Morgen! Morgen, Charlie, morgen! So, dann tanken. Tanken, tanken, tanken. Schade, dass es nicht gleich hier eine Tankstelle gibt. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Müssen wir natürlich erstmal durch das ganze Werk fahren. So. Schon wieder! Auf alle Fälle! Ich freu. Jetzt. Moment, Moment, wir fahren jetzt mal gleich richtig. Wir sind da jetzt gar nicht mehr lange rum. Wir fahren jetzt auf dieser Straße. Genau. So, ich glaube, wir kommen, wenn wir hier fahren, kommen wir ja durch auf die andere Seite der Straße. Genau. Nicht. So. Also, da müssen wir lang. Ach ja, genau, mir wurde ein Trick erzählt oder erklärt. Den müssen wir natürlich jetzt gleich mal ausprobieren. Jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war mit dem Tanken, und dann bleibt nämlich der Ding immer drin. Wie war jetzt das hier? So, wir müssen jetzt hier erstmal aufmachen. F, so. Und dann E. Oh, was? Oh, was jetzt? Von einer der Chemieverarbeitungen kam ein Alarmierender. Voll auf. Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Okay, ja, wir können jetzt fertig tanken. So, F. Gut. Brandmelde. Komm, 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 hopp rein da. So, dann mal die Karte kleiner machen hier. Ah, das ist gleich da um die Ecke. Wir fahren querfeld ein, weil er ist alt, ja. Oh, der Sound ist wieder so cool von der Musik. So. Hier, so wie es ausschaut, geht da dann irgendwo ein Weg rein.
So, fahren wir da mal durch. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So, jetzt heißt es schauen, wo es brennt. Ist da drin in der Halle? So, Feuer ist da jetzt keins. Da ist aber der Melder an. Da ist aber nichts. Also kann man ausmachen, oder? Jetzt schauen wir noch einmal außen rum. Nee, also ich sehe jetzt hier nichts. Das ist der Schornstein. Gut, ich denke mal, wir können ihn ausmachen, so wie es aussieht. War Fehlalarm. Ich hoffe, dass es Fehlalarm war. Melde BMA-Alarm ab. Es war nur ein Fehlalarm. Verstanden. Gut. Gut, gut, gut. Fehlalarm. Gott sei Dank. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt unsere Tankaktion fertig machen können. Ja, ja, ja. Lieber Fehlalarm wie Menschenleben. Immer gut. So. Dann fahren wir doch gleich mal zu der Tankstelle da oben, die ist am nächsten. Halt! Jetzt müssen wir da durch irgendwo. Ah, da vorne ist er ja. Ah, umzäunt. Nein, da komme ich durch. Ha, ha, ha. So. So. Aussteigen, tanken. Tanken, tanken, tanken. Und es wird schon wieder Abend. Wir müssen die Zeit auf alle Fälle wieder im Blick behalten. So, und dann muss ich noch ein bisschen näher ran an die Zapfsäule. Genau, jetzt. Bei mir bleibt sie nicht drin. Naja, egal. Tanken! Schluck trinken! Na gut, fertig ist er. Können wir mal weiterfahren und weiterschauen, dass alles in Ordnung ist hier. So. Schauen wir mal. Mein Gott, jetzt haut mir mein Ding schon wieder in den Keller ab. Das gibt's ja wohl nicht. Meine Framerate. Ich habe immer bei der Zeit, wo es von Tag zu Nacht wird. Und jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich wieder bei 2025. Komisch, 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 komisch. Komm, gib mir noch, ich brauche noch 150 Punkte, ich brauche also quasi noch zwei Aufträge. Oder zwei. Ah! Zwei Einsätze. Ja. Dann fahren die alle auf der verkehrten Seite.
Ja, ihr denkt euch auch, was ist denn das für einer? Wie fährt denn der da rum? Ja, wie ich will. Ich hoffe mal nicht, dass das hier brennt. Das brennt ja dann stundenlang und lichterloh. Stundenlang und lichterloh. Aber ruhig heute. Na, ja, mal zurück auf die Wache. Mal die Leute ärgern. Florian 1 an Leitstand. Oh. Fahrzeug frei auf Wache. Haben wir ihn ja wieder richtig hängen lassen. Oh. Hilfe Florian 1. Im Bereich des Kohlekraftwerks kam es zu einem Zwischenfall. Hier hat eine der Brandmeldeanlagen ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Kohlekraftwerk, okay. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Mann. Kohlekraftwerkbrand. Natürlich nicht cool, wenn so ein Kohlekraftwerk brennt. Genau davon habe ich mal irgendwie ein Doku gesehen oder irgendwas. Da gibt es in Amerika drüben eine Stadt, da war ein Kohlekraftwerk. Und es hat da mal gebrannt. Ich glaube in die 60er oder 70er Jahre war das, wo es gebrannt hat. Und der Brand ist heute noch nicht vorbei. Das glimmt immer noch mal. Die Stadt ist evakuiert worden, weil ja da irgendwie giftige Dämpfe durch das Verbrennen entstehen. Aber es ist schon der Hammer, wie lange das sowas brennt. Aber das sind halt aber Millionen von Tonnen Kohle drunter. So. Ja, das habe ich jetzt auch mal gesagt. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Brand? Naja, mal schnell Feuerlöscher nehmen und mal gucken. Muss ja da irgendwo sein, so wie es ausschaut. Rauch sehe ich nichts. Aber da drin piepst es schon. Aha. Okay. Ich sehe jetzt nichts brennen. Nö, das ist wieder Fehlalarm oder was? Was haben wir denn heute? Nur Fehlalarme? Ich hoffe, es ist einer. Melde BMA-Alarm ab. Es war nur ein Fehlalarm. Verstanden. Okay, cool. Und wieder fertig. Oh! Oh oh, wir haben die 1000 Punkte. Das heißt, wir steigen jetzt dann auf. Und ich werde dann nicht beenden. Zwar die Aufnahme kurz beenden, aber dann gleich neue starten. Dann machen wir gleich weiter. Weil ich möchte nicht wieder, dass ich dann neu anfangen muss. So. Spät haben wir es, 5 Uhr, können wir langsam zurückfahren. Zur Wache. Also mal pünktlich ausstempeln. Dann werden wir wieder nach Hause geschickt. Muss eh schicken. Wir sind aufgestiegen oder wir steigen jetzt bald auf. Nee, aber das habe ich mal gesehen in so einer Doku bei N24 oder was war das? Da ging es um Städte, die was ausgestorben sind und warum sie ausgestorben sind. Und dort kann keiner leben, weil die Dämpfe. Erstens so dermaßen reizend sind und so. Und zweitens, die Luft, die kann man ja gar nicht atmen. Es ist so viel Staub in der Luft. Also das ist schon krass. So eine
Wenn man das hört. Oh oh. Was war ich schon wieder für ein Stiefel zusammen? Oh, da geht er durch. Mann! Alter Vater! So. Und da ist die Wache. So, dann fahren wir den ordnungsgemäß. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei aufwachen. War jedes Mal weiter hängen. Ich glaube, wir müssen mal einen anderen Weg suchen. So. So, eh, machen wir auf hier. Morgen. Guten Morgen. Ich habe Feierabend, mein Freund. Genug getan heute. Halt, einsteigen, Licht aus. Gut. So, dann melden wir uns mal ab hier. Was, F1? Ja. Genau, machen wir ja auch. So, F1. Und G. Jawohl, wir sind fertig. Cool, 400 Punkte haben wir gemacht. Und hier jetzt speichern. Das habe ich das letzte Mal übersehen. Das Speichern. Und jetzt habe ich es gespeichert. So, ja, auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich, ja, meine Stufe als Feuerwehranwärter, nee, das bin ich ja jetzt, ja, als Feuerwehrmann oder was auch immer, antreten werde. Okay, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Ciao.